Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch diese süßen Smileys basteln und zwar sind die teilweise genäht wie der große hier oder auch geklebt wie der hier. Es gibt verschiedene Varianten das zu machen und das möchte ich euch heute vorstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kreativ bunt. Ich habe für dieses Projekt insgesamt 8 Smileys gebastelt, bis ich mich entscheiden konnte, welche ich überhaupt machen möchte. Ich stelle euch alle 8 Smileys einmal in Originalgröße. Das ist ungefähr so, dass ihr ein schönes großes Kissen draus machen könnt. In DIN A4, das ist das, was wir jetzt machen. Und in DIN A5, das ist der kleine Smiley, zur Verfügung. Das Ganze könnt ihr natürlich auf kreativbunt.de kostenlos herunterladen. An Material braucht ihr Filz in verschiedenen Farben, die ihr nehmen möchtet. In dem Fall ist das jetzt gelb, schwarz und rot für die Zunge. Dann habe ich mich dazu entschieden, den großen Smiley zu nähen. Wir fangen damit an, dass wir erstmal den Smiley groß ausschneiden. Das Ganze befestigen wir dann mit Stecknadeln auf gelbem Filz und schneiden ca. 1 cm größer aus, als die Vorlage ist. Das wird im Endeffekt unsere Nahtzugabe bzw. Klebzugabe oder wie man auch immer es nennen mag, da wo später die beiden Stoffe zusammengehen. So, dann schneiden wir uns einen zweiten Kreis aus, der genauso groß ist. Dann habe ich die Augen ausgeschnitten und diese werden ohne Nahtzugabe, das heißt passgenau, aus dem schwarzen Filz ausgeschnitten. Das gleiche gilt auch für Mund und Zunge. Da nun alles ausgeschnitten ist, habe ich das nun einmal probehalber hingelegt, wie es später sein soll, und das Ganze wieder mit Stecknadeln fixiert. Dann geht es auch schon an die Maschine. Ich habe die Applikation mit Zickzackstich aufgenäht. Vorder- und Rückseite habe ich dann rechts auf rechts ganz einfach zusammengenäht und ein Stückchen aufgelassen, sodass man dann den Smiley umdrehen kann und füllen. Dann habe ich den Smiley mit Füllwatte vollgestopft und per Hand vernäht.
Wenn ihr keine Lust auf Nähen habt oder keine Nähmaschine besitzt oder das auch nicht von Hand machen wollt, dann könnt ihr das Ganze auch einfach kleben. Ich habe das bei den kleinen Smileys vor allem gemacht, weil das mit dem Kleben dort einfach einfacher ist. Dazu habe ich bei den Kreisen am Rand erstmal einen Klebestreifen mit Heißklebepistole gezogen. Ein Stück davon habe ich offen gelassen. Das wird nachher genutzt, um den Smiley umzudrehen und zu füllen. Wenn der Smiley dann gefüllt ist, kann auch der Rest dort verklebt werden. Ich habe dort etwas rumgesaut, das habe ich später noch korrigiert. Aber ich wollte euch einfach zeigen, wie das geht. Und im Endeffekt habe ich dann auch noch die Augen und den Mund aufgeklebt. Das war es auch schon mit der Heißklebepistole. So, das war's jetzt für heute. Die Smileys sind fertig. Ihr seht, es ist nicht alles bei mir perfekt geworden. Ich bin gerade an der Nähmaschine auch noch eine Anfängerin. Da muss ich noch ein bisschen üben. Der Smiley hat mir auch wieder dabei geholfen. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und ich werde jetzt meinen Mann damit bewerfen. Nein, Quatsch. Ich werde mir jetzt diesen Smiley hier, den ich noch gemacht habe, den habt ihr nicht im Video gesehen. Der ist teilweise genäht und die Sachen aufgeklebt. Das finde ich die schönste Mischung von beidem übrigens. Den werde ich mir jetzt vorne ins Auto hängen und den großen... Ups, da ist er weg. Der große, der wird bei mir auf der Hutablage die Leute anlachen. Das Video ist übrigens in Kooperation mit der Facebook-Gruppe Hand in Hand Kreativ entstanden. Und wenn ihr sehen wollt, was die anderen zum Thema Kreativ in Gelb gebastelt haben, dann bleibt dran, da kommt gleich noch die Vorschau. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei den Mädels vorbeischauen würdet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.